Herzlich willkommen zum heutigen Chespresso. Ich möchte euch heute eine Partie zeigen, auf die ich mich ganz besonders freue, weil sie von einem Spieler gespielt wurde, den ich ganz besonders verehre, kann man sagen, von Wassili Iwantschuk, einem Genie des Schachsports, einen, der so viele Menschen, die Schach mögen, begeistert haben, der viele tolle Partien gespielt hat und der auch als Persönlichkeit so ein gewisses Charisma, so diese gewisse Verrücktheit im positiven Sinne ausstrahlt, gleichzeitig aber ein ganz, ganz netter, interessanter Typ auch ist. Ich hatte selber mal die Ehre, gegen ihn eine klassische Partie zu spielen in Gibraltar, wo ich ganz gut gespielt habe und auf einmal gegen ihn runtergelost wurde. Das ist schon eine ganz besondere Entscheidung mit so viel Schachgeschichte involviert. Und er hat gegen die Besten gewonnen, das kann man eindeutig so sagen. Unter anderem 1991 gegen Garri Kasparov und das ist genau die Partie, die ich euch heute zeigen möchte. Bis gleich. Jupp. Schauen wir mal. Erstens E4 ist der Zug, den Iwantschuk gespielt hat. Es folgte C5 und Iwantschuk, das ist natürlich ein Fuchs, der hat sich gedacht, naja, gegen den Garri, da spiele ich heute mal nichts Offenes, sondern ich will mal ein bisschen was Ruhigeres erstmal spielen. Das wird Kasparov doch bestimmt nicht schmecken. Läufer B5 Schach gilt als ruhige Alternative zu D4, Springer D7 und jetzt D4. Das ist doch direkt mal eine bisschen andere Struktur. Die ebenfalls sehr, sehr interessant ist, aber Kasparov vielleicht nicht so gut vorbereitet hat, wie er das bei einer Hauptvariante gemacht hätte. Kurze Rochade kam, Springer C3 ist die Alternative, aber kurze Rochade ist natürlich auch in Ordnung. C schlägt D und Dame schlägt D4. Das ist die ganze Idee. Weiß bekommt eine schnelle Entwicklung, hat schon seine beiden Bauern vorne und nach A6, man hackt halt den D7 raus und holt direkt die nächste Figuren. Jetzt vielleicht ein Zug, den man durchaus als Ungenauigkeit von Kasparov bezeichnen kann. Der Zug H6 treibt die Hasen in die Küche, aber man sieht da auch wieder bei Kasparov, der will unbedingt gewinnen. Und das ist natürlich ein Zug, da strebt man an, da Läufer F6, GF6, was auch in der Partie kam, das Läuferpaar gegen das Springerpaar zu haben. Aber Weiß ist natürlich gut entwickelt und hat Raumvorteil. C4, es gab ja auch schon den Zug Springer C3 vorher. Aber es kam hier C4, Springer raus, Türme in die Mitte und Schwarz hat bisher einen Läufer entwickelt. Der König steht nirgendwo so richtig sicher. Da muss sich Kasparov schon was einfallen. Aber wenn man mit Schwarz auch auf Gewinn spielen kann, dann ist das hier natürlich ist das hier natürlich möglich. Objektiv, wie gesagt, sollte man hier Weiß bevorzugen. Bauer E6, Springer C3, Turm C8 und jetzt ein ganz feiner Zug. König H1 erstmal aus der G-Linie raus und aus der langen Diagonale raus, ein bisschen sicherer hinstellen. Nicht aus der langen Diagonale, sondern aus der Idee D5 Läufer C5 raus. Also das ist ein richtig feiner Zug. Der Computer will hier sowas wie Turm AC1 machen, aber König H1, ich persönlich finde den Zug sehr gut. Bauer H5, eine ganz typische Idee in diesen Strukturen des klassischen Sizilianers und das ist das, was es am Ende ist. H5 Läufer H6 oder H5 H4, ganz normal. A4 unterbindet B5, H4 droht H3, das würde den Springer sehr lockern, deswegen spielt Weiß hier selber H3, Läufer E7 entwickelt den Läufer und B4. Mehr Raum, weiterer Vorteil für Weiß, der natürlich nicht sein Glück im Königsangriff im Moment sucht. Da stehen die Läufer, die Struktur von Schwarz ist solide. Nein, es ist der Raumvorteil, der hier den entscheidenden Unterschied machen soll. Bauer A5 und jetzt sehr stark B5. Keine Angst vor dem schwachen Feld C5, denn das bekommen wir mit unserem Springer im Notfall über Springer E1, Springer D3 immer unter Kontrolle. Dame C7, Springer D2, Dame C5 und jetzt eiskalt Dame D3. Die Damen tauschen wir nicht, sondern wir bereiten lieber eines Tages mal irgendeine Art von Springermanöver vor, um die Dame zu vertreiben. Und denn wir haben Raumvorteil und da wollen wir ein paar Figuren gerne auf dem Brett behalten. Turm G8 richtet sich gegen den G2, Turm E1, Dame G5 und Turm G1. Da steht der Turm nicht gerne, denn der Turm will eigentlich andere Sachen machen als einen Bauern decken. Aber jetzt steht Weiß immerhin sicher und das ist ja auch eine ganze Menge wert. Dame F4, Turm EF1, alles soweit normal. B6, Springer E2, Dame, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Und jetzt ein super interessanter Zug, den Iwantschuk hier findet, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Also mein Hauptkandidat wäre jetzt hier F4 gewesen, Zug, der auch vernünftig ist. Aber Iwantschuk in seiner Genialität findet hier den Zug C5. Was für ein Bauernopfer.
Nach B schlägt C, kommt Springer C4, dann hängt D6 und A5. Nach D schlägt C, kommt auch Springer C4 und B6 hängt schwer zu decken. Außerdem gibt es auf der D-Linie Probleme, also entscheidet er sich hier für Turm schlägt C5, aber hier kommt auch Springer C4 und der B6 hängt. Absolut genialer Zug von Iwanchuk, wie man so ein Schachgefühl haben kann. Das ist schon beneidenswert, um hier so einen Zug zu sehen. König F8, Springer schlägt B6 und der B-Bauer, das ist natürlich ein Fund. Läufer E8, F4 verhindert da Turm G5, um diesen Druck gegen G2 loszulassen. F5 und E schlägt F5. Sehr, sehr gut gespielt. Auch wenn Schwarz das Läuferpaar hat, hat Weiß gar nichts gegen eine Öffnung der Stellung. Denn ja, der schwarze König steht weiterhin sehr schlecht. Turm C1, wieder einer dieser genialen Züge. Turm C8 ist natürlich die Idee, oder den Turm irgendwo auf der C-Linie zu postieren, um weiter gegen den schwarzen König anzugreifen. König G7 und G4. Also Iwanchuk, der kennt einfach kein Erbarmen. G4, was für ein fantastischer Zug. Nach H schlägt G, käme hier Dame schlägt G3 und es wäre entlang der G-Linie natürlich eine Katastrophe. Deshalb Turm C5, nimmt Springer C8, greift den Läufer an. Läufer F8, Dame D8, greift den nächsten Läufer an. Dame G6, will mit Dame E4 hier noch gegen Chancen schummeln, aber nein, F5. Was für ein fantastischer Zug, man darf den nicht nehmen, weil dann öffnet sich die G-Linie und die Dame ist weg. Deswegen Dame H6, also jetzt hier G5. Der nächste Tritt gegen die Dame, Dame H5 und Turm G4. Verriegelt alles, was es hier zu verriegeln gibt. Die Dame steht dort völlig hoffnungslos. Springer F4 könnte ein nächster Zug sein. Der Läufer auf E8 hängt sowieso seit Ewigkeiten. Schwarz steht völlig auf Verlust. F5, Springer F4 greift die Dame an, Dame H8. Dame F6, Schach, König H7, Turm schlägt H4 und der schwarze König ist matt. Was für eine wahnsinnige Partie. Auch wieder eine dieser Partien, die man natürlich auch 10 Stunden analysieren kann. Aber ich wollte sie euch einfach mal zeigen mit ein paar der zentralen Ideen. Zeigt sie gerne auch euren Schülern. Ich glaube, da kann man sehr viel über angreifen. Über wann auch mal das Läuferpaar schlecht ist, lernen und auch darüber, wie man richtig außergewöhnliche Züge findet. Also mir hat die Partie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe daraus viel mitgenommen. Auch nochmal diesen Rhythmus und dieses Gefühl fürs richtige Angreifen, über das konsequente Angreifen ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich fand, das war eine sehr lehrreiche Partie. Ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video. Bis denn. Ciao.